Wie spielt man Edgar in Showdown? Edgar kann man sehr offensiv spielen, da er ein starker Nahkämpfer ist. Sogar Auto-Aim kannst du für den Angriff einsetzen. Edgar heilt sich selbst, wenn er trifft. Wenn du also nah rankommst, ist Edgar darum kaum zu schlagen. Auch nicht von anderen Nahkämpfern. Sein Gadget lädt seine Ulti sehr schnell auf. Brauch das Gadget früh, damit du bereit bist, wenn du in einen Kampf verwickelt wirst. Die Ulti kannst du verwenden, um nah an einen Gegner ranzuspringen und ihn anzugreifen. Der beste Angriff. Vor allem, wenn du noch die Star Power hast, die Damage macht bei der Landung. Wichtig ist dabei, dass du ganz genau schaust, wie der Gegner sich bewegt, damit du ihn wirklich triffst. Wenn du ihn nämlich verfehlst, kann es passieren, dass du ihn auch nachher beim Angriff nicht triffst, weil du zu weit weg bist und erledigt wirst. Die Ulti ist auch super, um zu fliehen, wenn deine HP tief sind. Dann achte aber darauf, dass du in Sicherheit zum Beispiel hinter einer Mauer landest. Wenn du alle Gadgets verbraucht hast, kannst du dich auch einfach kurz verstecken, bis deine Ulti wieder aufgeladen ist. Viel Spaß mit Edgar!